Das ist ein fertiges Bimobil auf Basis Iveco. Das meistverkaufte Fahrgestell im Moment für Reisemobile im Jahr 2021. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Na super. Aber? Nein, also den Daily Allrad, wobei das ist noch das Vorgängermodell mit dem Systemlieferant Scam drunter. Und jetzt hier die beiden, der gelb-grüne und der graue, das ist schon das aktuelle Modell mit der 8-Gang Heimatik drinnen, 7-Tonner-Variante, noch mit Straßen- oder Baustellenbereifung, wobei wir gerade mit über unserem Partner Delta 4x4 dabei sind, 37x13,5 R20. Zu entwickeln bzw. entwickeln zu lassen, das gibt dann einen richtig schlanken Fuß, ein ganz, ganz tolles Rad und dann auch eine Offroad-fähige Rekombination. Ja, was ist denn jetzt das meistverkaufte? Das meistverkaufte Auto ist etwas mehr noch der Sprinter, Sprinter Allrad bei uns. Echt? Ja. Der da. Der da. Unter anderem der da. Wobei wir den natürlich mit Alkoven haben und ohne Alkoven wie den hier und so weiter. Also Stückzahl ist etwas noch bei den Sprintern, wobei wir von den Daily Allrad in Deutschland, ich denke sogar europaweit, die meiste Stückzahl machen. Und definitiv die größte Stückzahl im Reisemobil- und Fernreisemobilbereich. Ja, wenn du mal kurz sagst, wie du heißt, wo du herkommst, was du machst. Ja, ich bin der Stefan Christner und ich bin hier Geschäftsführer bei Bimobil. Bei Bimobil. Zeig mal gerade deine Jacke. Bimobil, so wird es geschrieben, wie man spricht. Und Wir werden jetzt mal eins machen. Da drin ist ja viel Innenausbau. Richtig. Und das nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch. Du hast zu mir gesagt, also ich sag mal, es gibt Dinge, da sieht man schon relativ schnell, das wird mein Reisemobil, aber dann geht es ins Eingemachte, ins Detail. Ja, wir machen die Leerkabinen bei uns. Die Leerkabine kommt zu den Inneneinrichtern. Und die haben halt erstmal nackte Wände und fangen dann an, Möbel einzurichten, Technik einzurichten und so weiter. Wobei wir natürlich eingespielte Teams haben, also die Inneneinrichtung sind ungefähr 2 bis 3 Wochen für die großen Autos. Mannstunden, kann man das sagen? Es sind schon etliche 100 Stunden. Etliche 100, gell? Ja. Für Profis, die genau wissen, wie es geht, muss man auch sagen. Und das heißt, die Hand in Hand mit den unterschiedlichen Abteilungen arbeiten. Wenn ich mir alles einzeln zurechtschnitzen muss. Ich habe viele Leute interviewt, habe ich gefragt, wie lange hast du dann gebaut? Dann sagen die, 5 bis 10 Jahre, kein Witz. Ja, ja. Ist auch toll geworden, aber ist natürlich klar, viele können es auch gar nicht, so wie ich. Also die sind nicht in der Lage, sowas zu machen. Wir gehen mal rein. Gerne. Der Zutritt ist natürlich verboten, aber nicht für uns. Hier stehen schon ganz viele X3 68. Das ist aber jetzt ein Hotseller bei euch, ne? Absolut. Das ist, also auf der Sprinter-Variante heißt der EX366 und wir haben den adaptiert auf den Iveco Allrad. Und haben damit ein extrem kompaktes Fernreisefahrzeug. Also was mir toll gefällt, der sieht richtig toll aus. Du bist auch sehr stolz auf Iveco. Also viele, gerade jetzt im Bereich Liner, die gehen sogar hin und machen das Lenkrad, überkleben Iveco mit der Marke des Liners. Ich bin ganz stolz, dass auf dem neuen Lenkrad, das ist jetzt das Lenkrad mit Fahrerassistenzsystem und, da steht Iveco drauf und da freue ich mich drauf. Ja, und wir müssen uns ja von den Fahrgestellherstellern nicht verstecken. Wenn wir mit denen zusammenarbeiten, dann zeigen wir ja auch gerne, ob das jetzt Iveco oder Mercedes ist oder im LKW-Bereich MAN. Das sind einfach Partner, Zulieferer und man muss ja auch eng zusammenarbeiten. Und sollte es irgendwo mal im fernen Ausland ein Problem geben, brauche ich auch einen zuverlässigen Partner, der einem hilft. Man kann sagen, das hier ist alles Handarbeit, richtig? Das ist Handarbeit, ja. Also keine Fließbandproduktion, ihr habt auch keine festen Stellplätze, habt ihr sowas? Hier jetzt in der Halle, weil es gibt ja Fahrzeuge, die größer, kleiner sind. Nein, wir haben Inneneinrichter-Teams, sind immer 2 Mann, die werden unterstützt von dem Möbelbau und den Elektrikern und so weiter. Aber das Kernteam sind immer 2 Mann und das Team hat einen festen Platz. Und man schaut schon, dass das ein Team so 2, 3, 4 Modelle baut, aber nicht alles quer durch. Wir haben das eben kurz besprochen. Der Mitarbeiter wird gleich aufhören zu arbeiten, weil wir die Musik ausmachen. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist. Genau. Und machst du mal Musik aus, bitte? So, das haben wir aber vorher besprochen, muss man sagen. Denn ich hab auch besprochen, hallo, wenn du dich mal kurz vorstellst. Ich bin Robert und bin jetzt seit einem Jahr hier und habe Spaß an der Arbeit. Ja, du könntest ja mit deinem Skill auch im Prinzip überall arbeiten. Warum gerade hier? Gerade hier. Wir sind jetzt hergezogen, auch vom Norden in den Süden und es ist halt eine spannende Aufgabe. Und, ist schon spannend, oder? Absolut, ja. So vielseitig und
ja, man sieht, was man macht und das Ergebnis ist toll und ja, ich bin echt begeistert. So, jetzt ist das ja so, ihr habt euch kennengelernt und auch der Chef muss ja passen. Passt das? Das passt auf jeden Fall. Ne, man ist ständig in Kontakt und der Umgangston ist gut. Und, ist das so? Das heißt, Baustelle, mal schreibt man sich ja an auf einer Baustelle? Sicherlich, klappt nicht immer alles, aber meistens ist es alles top und ich fühle mich wohl hier. Ja? Also, aber was hast du gelernt? Ich bin gelernter Zimmermann, dann habe ich halt Glaser, als Glaser gearbeitet und in einer Holzfensterfirma und bin jetzt halt hier. Komm, kommen wir schon mal rein. Das ist deine Baustelle im Moment, oder? Momentan ja. Aber was ist hier zu tun im Moment? Momentan, ja, das ist jetzt der Anfang. Ne? Also die Chromkabine wird erstmal ausgebaut und ja, ich denke mal, der Kollege kann auch noch viel dazu sagen. Ja, absolut. So, das ist dein Stuhl hier? Mein Stuhl? Nicht meine, das ist von den Kollegen. Vom Kollegen. So, komm, wir gehen mal kurz rein. Mal, darf ich kurz mal reingehen? Ja, ich geh mal schnell rein. Ich geh mal rein. So, und hier sieht man was? Hier sieht man einen hochgeständerten Zwischenboden, weil die Kabine ist neu. Der Zwischenboden ist bloß so groß, dass man den hinterher durch die Tür nicht mehr reinkriegt. Ach so, der muss zuerst rein. Genau, der muss zuerst rein. Das heißt, der wird einfach aufgebockt, sodass die unten drunter jetzt die Frischwassertanks reinlegen. Die Kabel und die Heizschläuche werden jetzt erstmal verlegt. Man sieht hier schon die ersten Striche auf dem Boden, dann werden dann die Kabinen, also die Möbel angezeichnet. Ja, also das sind so die Vorbereitungsarbeiten. Ja, das ist der Bauplatz von unserem Manni, einer unserer erfahrensten Mitarbeiter, der schon ganz, ganz lange in der Firma ist. Da gibt es dann auch immer diese schönen Aufkleber hier, wo man sieht, hier kommt ein Backofen hin und die Schubkästen. Und handgeschrieben. Handgeschrieben, das so fängt er immer an. Geht den Auftrag durch, macht die Aufkleber, damit vergisst er nichts. Das ist cool. Das heißt, ihr seid ja eingespielt. Ihr habt eine unglaubliche Fertigungstiefe. Das heißt, gibt es manchmal schon, aber ich sag mal, ihr macht vieles möglich. Wir machen vieles möglich. Wir sind, was die Grundrisse angeht, offen. Vom Zubehör bevorzugen wir Zubehör, das wir getestet haben, das bewährt ist. Also nicht alles, was gerade irgendwo ganz neu auf dem Markt ist, macht Sinn. Und wie gesagt, Variationen, Größe der Kabine, Grundrissanpassungen, ich sage immer spaßeshalber Anpassungen an Körpergrößen. Ja, wir haben üblicherweise eine Stehhöhe in der Wohnkabine von 1,95. Es gibt aber natürlich Kunden, da reicht es nicht. Ja, wir haben gerade einen Interessenten, der ist 1,98 groß und wenn er Schuhe anhat, ist er über 2 Meter. Dem kann ich eine normale Wohnkabine nicht anbieten. Da passen wir das natürlich an. So, hier vorne sieht man schöne Details. Das, da oben kommen jetzt Schränke hin später, oder? Das ist der Grundriss LBX 434 auf dem Daily Allrad. Hat die Rundsitzgruppe hinten und hier sieht man auch schon, wie wir die Gurte lösen, also die Gurtsituationen lösen für die Heckgurte. Und das wird einfach eine Rundsitzgruppe da hinten unten drunter. Und wie gesagt, das ist Zwischenboden. Das sind dann einfach mal die Zugriffe im Keller. So, den macht ihr selbst, den Boden? Den Boden machen wir selbst. Okay, wir machen die Kabine selber, wir haben eine Sandwich-Plattenpresse. Und das ist ein Aluminium-Gitterrohrrahmen geschweißt, der dann auch auf der Presse war und dementsprechend extrem stabiler Boden ist. So, Alu habt ihr hier unten. Das Ganze ist jetzt hier verschraubt, mehrfach. Da sind bestimmt 20, 30 Schrauben drin. Ja, auf dieser Auflage liegt der Zwischenboden hinterher. Okay. Ja, das heißt, das, was ich hier sehe, diese Kante, ist nachher ganz vorne. Die Kante ist später Kante ganz vorne. Vorne. Ach so, hier. Da. Am Boden, also im Durchgang nach vorne. Verstanden. So, der Zwischenboden heißt, ihr braucht auch keine Fußbodenheizung hier. Der Zwischenboden erwärmt sich. Wir können Fußbodenheizung machen im Fernreisebereich, wenn man auch mal von Rüttelpisten ausgeht, halten wir aber die Umluftheizung für die einfachere und damit robustere. Und durch die Isolierung, die wir haben und das viele Echtholz, ist es so, wenn die Kabine mal aufgewärmt ist, ist es eine extrem gemütliche Wärme hier drinnen. Dadurch, dass einfach das Holz als Speicher funktioniert, der Zwischenboden hilft da nochmal, ist aber nicht alleiniges Merkmal, weil ich komme auch mit den Kabinen ohne Zwischenboden bei extremen Wintertemperaturen zurecht. So, kommen wir mal zur Wand. Die backt ihr ja selber, die Wand. Richtig. So, und da sieht man mal so einen Querschnitt, wenn du mir mal beschreibst, was da zu sehen ist. Wir haben außen 0,7 mm Aluminium, fertig lackiert vom Zulieferer. Dann kommt 40 mm Spezialschaum, dieser Styrodur, und dann kommt 3 mm Sperrholz.
entweder mit unserem grauen Dekor, beziehungsweise da, wo gerade gefilmt wird. Das ist ein Stück vom Bad, da kommt dann ein Schichtstoff drauf, weil das wird, wie gesagt, Nassbereich, Duschbereich. So, wir zeigen auch später mal eine eigene Abteilung. Wie wird denn überhaupt sowas geplant? Denn ihr plant ja jetzt auch neue Reisemobile, die gebaut werden, neue Grundrisse. Und da es ja eine Einzelabnahme ist, braucht der TÜV immer, ich sag mal, aussagekräftige Unterlagen, Zeichnungen. Wie ist das? Kennen die euch schon beim TÜV? Ja, selbstverständlich. Wir fahren immer zum gleichen TÜV-Mitarbeiter. Und der muss natürlich auch die Berechtigung haben für die Einzelabnahme. Und du kennst natürlich auch die Biermarke, die er trinkt. Nein, in dem Fall nicht. Das hilft auch nicht mehr, weil wenn es der Gesetzgeber vorschreibt, dann ist es einfach so. Das bringt nichts. Also das, ja, wie das sind wir als Bimobil auch zu groß, als dass man sagt, ich kenne den TÜVler, der das schon macht. Es muss ja in Deutschland dann auch zugelassen werden. Und ist es so regelmäßig? Die haben wahrscheinlich dann auch eine feste Abnahmeprozedur, die sie dann mit euch durchgehen, also genau. Schritt für Schritt. Was wird normalerweise auch geprüft bei so einem TÜV? Gut, Länge, Breite, Höhe, die Position der ganzen Beleuchtung, Markierungsleuchten, Unterfahrschutz im Heckbereich, im LKW-Bereich, Unterfahrschutz in der Mitte und seitlicher Unterfahrschutz. Gurte ist ein ganz großes Thema, Zuladung ist ein Thema, wie viele Personen kann ich noch zuladen? Reicht's? Also wenn ich sage 5 Sitzplätze, dann brauche ich ja 5x75 Kilo Zuladung, dass das überhaupt möglich ist. Und solche Sachen schaut sich der TÜV an. Wärme, Kältebrücken, hier sieht man, das sind wahrscheinlich die Radläufe später? Das sind die Radläufe, die werden nochmal entsprechend ausgekleidet. Damit auch da nichts anläuft oder sowas? Richtig, da liegen ja auch Tanks drauf. Überall da, wo Tanks sind, sind auch nochmal Warmluftschläuche in der Nähe. Und damit haben wir also eine extreme Wintertauglichkeit. So, ihr habt jetzt innen Holz. Das Holz atmet ja, oder ist das tot bei euch? Nein, Holz ist Holz. Holz atmet. Es ist zwar lackiert, aber trotzdem, es gibt ein sehr, sehr angenehmes Raumklima. Man muss trotzdem lüften, wenn man mit nassen Klamotten hier reinkommt. Aber wie gesagt, fühlt sich sehr, sehr schön an. Es ist immer so ein bisschen dieser Blockhaus-Effekt in der Bimobilkabine. Das ist so, wenn man reinkommt, es riecht auch so ein bisschen. Was interessant ist, selbst Fahrzeuge, die einen Tag vorher aus der Fertigung kommen, oft dann zum Beispiel für Messen, nächsten Tag auf die Messe, du kennst das, ja, die riechen nicht. Nein, Bimobil riecht nicht. Okay. Das Auto ist fertig, einen halben Tag später, also wir haben schon Auslieferungen gehabt, da ist das Auto direkt vom TÜV gekommen. Sprich fertig geworden, vormittags zum TÜV, nachmittags ausgeliefert. Und die Kunden fahren dann direkt von hier aus in die Alpen rein und machen die erste Woche Urlaub. Sag mal, wenn jetzt hier so Schrauben drin sind, da sind jetzt Dübel drin oder wie funktioniert das? Nein, das sind Holzspacks. Wir haben also die Kanten mit Spezialschaum, der ist schraubbar. Hat trotzdem eine hohe Wärmeisolierung, aber man kann eben reinschrauben. Und auf die Art können wir eben Leisten befestigen, Möbel befestigen. Türzarge zum Beispiel ist auch so gemacht, dass man dann die ganzen Türen, Scharniere festschrauben kann. Du sagst, natürlich, wenn ich jetzt einen tollen Aufbau habe, der gut isoliert ist, dann ist das natürlich auch für die Heizkosten und für den Gasverbrauch sehr positiv. Ja, absolut. Wobei, da geht es weniger um die Kosten als um, wie lange bin ich autark. Mhm. Weil wenn ich sparsam mit meinen Ressourcen umgehe, kann ich natürlich sehr, sehr lange heizen. Auch bei extremen Temperaturen. Tanks habt ihr im Fernreiseverkehr kaum, oder? Gastanks? Gastanks haben wir auch, selbstverständlich. Relativ viele. Wobei, Gastank kriege ich natürlich nicht überall auf der Welt befüllt. Aber wenn ich nicht unbedingt auf den transatlantischen Fähren unterwegs bin, die teilweise Probleme mit Gastanks machen, ist ein 60 Liter Gastank, wenn ich damit nur zur Not heize und hauptsächlich koche, der hält mir über ein Jahr. Das stimmt. Also ich habe ja selbst einen Gastank. Sehr praktisch. Ja, ist so. Wo wird der normalerweise demontiert? Der soll ja jetzt am Boden keinen Platz wegnehmen. Unterflur. Unterflur. Immer Unterflur, außen. So, jetzt sieht man hier ein schönes Detail. Du gibst ja auf, ich nehme an, das ist oben auf die Eckverbinder, gibst du eine Garantie von 10 Jahren, ohne dass jemand nochmal vorbeikommen muss. Das ist richtig. Wir überlappen das Blech von der vom Wand und Dach. Es wird überlappt, hier nochmal entsprechend abgedichtet und dann kommt hier nochmal eine Profilleiste drauf, wo dann diese Eckgummis inzwischen Silikonen drauf geklickt werden. Habt ihr Fälle schon mal, dass dann doch reinläuft? Oder ist das eine Sache, wo ihr sagt, das kommt so selten vor? Also extrem selten. Wir haben diese Dichtigkeitsgarantie der 10 Jahre seit 1995.
1995, also schon richtig lange. Und wenn wir da Ärger mit hätten, gäbe es uns wahrscheinlich gar nicht mehr. Ist ja auch so, das Internet, das vergisst ja gerade gar nichts. Ja. So ist es. Ihr habt wahrscheinlich auch solche Facebook-Gruppen, die ihr liebt. Ja, wobei wir sie wirklich lieben. Weil die Facebook-Gruppen eigentlich wirklich immer auch super zu uns helfen. Das ist so. Denn ich sag mal, das ist auch immer so, wie natürlich das substantiiert ist, das Ganze. Ich dürfte mal auf eigene Gefahr mal auf die Leiter steigen. Ja, okay. Gerne. Dann mache ich das mal. Denn es interessiert mich sehr, wie das von oben aussieht, wenn es noch nicht... Ja, bitte, sei so lieb. Ich hoffe, die hält das aus. Ja, ich denk schon. Hier vorne sieht man es nämlich noch ein kleines bisschen besser. Das ist so die Dichtigkeit, das sind natürlich ganz klar die Kanten, auf die es ankommt. Richtig, das ist also Dach, also Seitenwand wird umgeschlagen, dann wird das Dach drüber geschlagen, okay. Ja, sodass das Aluminiumblech hier auf dieser Breite überlappt, in der Dichtmasse drinnen ist und dann kommt eben dieses Halteprofil. Und da ist dann, wenn man mal ganz kurz auf die andere Seite... Warte, ganz langsam, ich muss einmal... Warte mal kurz, ich gehe mal gerade einen Schritt höher. Das Schöne ist, wenn es jetzt zum Unfall kommt, habe ich es wenigstens mitgefilmt. Genau. Nein, dieses Silikonprofil wird einfach nur in dieses Halteprofil eingeklickt, nimmt nochmal ein bisschen bei Baumkontakt oder sowas die Energie weg und hat aber nichts mit der Dichtigkeit zu tun, sondern es ist nur Optik und ein bisschen Schlagschutz. Ein ganz tolles Detail ist hier dieses Rohr, was oben verläuft, was wahrscheinlich bei Bäumen sehr hilfreich ist, wenn du da irgendwo vorbeifährst. Astabweiser. Ein Astabweiser ist das, ja. Ja, das heißt, wenn ich hier Dachaufbauten habe, Alkovenaufbauten, Ventilator, Dachhaube oder sowas. Und zwar geht es um die Äste, die so flach drüber steigen, streichen und dann so richtig schön in die Aufbauten drauf klatschen würden. Dann werden die Äste hochgehoben und gehen dann oben drüber. Echtglasfenster habt ihr oft im Einsatz. Ihr habt auch schlagfeste Fenster im Einsatz. Das heißt, die du gar nicht irgendwie mit dem Vorschlaghammer kaputt kriegst, was der Kunde will, oder? Ja, irgendwann geht alles kaputt. Aber sagen wir mal, die Hartglasfenster von KCT, die wir verwenden, sind extrem schlagfest. Und robust. Die Hühnerkopffenster schauen wir uns gerade an aus Makrolon. Ja. Die entsprechend. Hier sind das? Das sind die Hühnerkopffenster. Nein, das ist ein KCT-Fenster. Entschuldigung. KCT-Fenster. Ja. Der Vorteil ist, wenn da jetzt mal ein Ast oder so vorbeigeht, das ist nicht vergleichbar mit den Seitzfenstern, die Kunststofffenster, wo du dann alles siehst, oder? Nein, aber da habe ich es beim letzten Video auch schon gesagt, der Aufpreis für die KCT-Fenster ist so horrend, dann könnte ich also ganz oft die Scheibe bei jedem Kratzer die Scheibe von Dometic-Fenster tauschen. Ja, es ist so. Das als Argument mag ich immer nicht so gerne. Es geht mir um die Isolierung, akustisch wie thermisch. Das ist krass mit dem Schallschutz. Ja. Also du bist drin, du hörst von draußen gar nichts, oder? So ist es, ja. Das heißt, du selbst entscheidest, ob du was hörst bei mir. Also über die Wohnkabinenwand, dadurch, dass wir Leichtbau haben, kommt schon der Schall durch. Ja. Aber es ist ein ganz, ganz deutlicher Unterschied, ob ich jetzt Kunststofffenster drin habe oder eben diese Hartglasfenster. Und das gibt mehr? Ja. Sind ungefähr 20 Kilo pro Fenster, also bei so einem Fenstersatz auch gerne mal 100 Kilogramm. So, jetzt sieht man hier vorne, ihr spart nicht an Dichtmaterial, oder? Ihr spart nicht an Dichtmaterial? Nein, wir sparen nicht an Dichtmaterial. Das Fahrzeug wird jetzt entsprechend nachgerüstet. Er bekommt die Cinderella-Verbrennungstoilette. Er kriegt eine Cinderella? Ja. Okay. Du bist kein Riesenfan im Fernreiseverkehr, weil du sagst, ich bin abhängig dann vom Gas, aber auch hier, wie der Kunde möchte? Auch hier, wie der Kunde möchte. Wir bauen sie ein. Im Fernreisebereich halte ich nur für aktuell das Sinnvollste diese Trockentrenntoiletten, weil ich da mit der Entsorgung die wenigsten Probleme habe und auch mit der keine Energie mitführen muss. So, das ist die mit dem Kokos, gell? Glaube ich, oder? Die mit den Kokosflocken, ja, genau. Kokosflocken, was so irgendwie riecht wie irgendeine Suppe, glaube ich, riecht das am Schluss, Erbsensuppe oder so. Eigentlich riecht es wie Hummus. Wie Hummus, okay. Die Fenster, das sind schöne Fenster, sind riesengroß, aber sie müssen ja auch robust sein. Ja. Auch das ist von KCT, sind die Hartglas-Dachluken. Das können wir uns ja mal anschauen. Was kommt hier anschließend rein? Das ist der Kamin. Toilette. Ja. Also, ich habe das System gesehen, da kommt so ein Filter rein, da macht man den rein. Richtig, lässt das Ganze damit nach unten fallen und dann wird es verbrannt. Ja. Und ich habe auch gesehen, selbst nach 30, 40 Tagen sollte man sie so langsam mal wechseln, aber du bist komplett autark, oder? Sie ist nicht ganz billig. Ich glaube, 5.000 Euro? Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir verlangen dafür mit Einbau. Gerade in der Nachrüstung ist natürlich entsprechend aufwendig. Dieser Größenordnung liegt sie aber. Wie gesagt, die einzige Bedenken, die ich mit dem System habe, ist im Falle von Montezumas Rache, dass ich
nicht häufig genug hintereinander gehen kann. Und wenn ich mal im fernen Ausland was Falsches erwischt habe, kann das passieren. Und das andere Thema ist halt einfach, im Fernreisebereich würde ich das Gas lieber zum Kochen und zum Heizen nehmen, als um die Kacke zum Dampfen zu bringen. Ja, es ist so, ich zeige gerade Solar. Das ist natürlich entsprechend effizient, soll auch leicht sein und robust. Ja. Was habt ihr da für Zellen im Einsatz? Wir arbeiten da mit Büttner als Lieferant und haben je nach Kundenwunsch entweder die Powerline oder die Blackline. Schön. Komm, wir gehen nochmal runter. Die... Also, warum ich mich so anstelle, liegt nur daran, ich habe immer beide Hände voll. Ah, ich hab's geschafft. So, und da hat man immer eine Hand zu wenig. Ich nehme an, da ist ein Tisch später, oder was wird das? Das wird ein Tisch, das ist das Hubgestell. Steht natürlich dann andersrum. Hier ist die Tischplatte drauf und das ist auf dem Boden verschraubt. So, da ist ja der CRX110, ein Klassiker, ein Kompressorkühlschrank von Dometic. Ja, klassischer Kompressorkühlschrank, haben wir schon seit vielen Jahren im Einsatz. Und er funktioniert auch auf irgendwelchen Rüttelpisten, geht ja auch. Ja. Hält. Hält. Funktioniert. So, AGM habt ihr ganz oft im Einsatz, kriegst du überall. Wobei wir AGM gar nicht so viel machen, sondern mehr die Gelbatterien, klassisch, wenn man sagt, eine Gelbatterie kann über lange Zeit wenig Strom abliefern. Das ist das, was ich im Reisemobil eigentlich viel brauche. Oder ich gehe auf Lithium. Was immer mehr kommt, oder? Was immer mehr kommt und was wirklich eine tolle Technologie ist. So, was ist hier zu sehen? Hier ist einfach eine Tischkreissäge zu sehen, wo einfach die Möbel entsprechend normal angepasst werden, Leisten schnell abgeschnitten werden und so weiter. Hinten noch eine Ständerbohrmaschine und hier haben wir nochmal Aluleisten, wo man gewisse Sachen nochmal einfassen kann, schützen kann. Oder wo eben auch, wie wir uns innen gerade angeschaut haben, die Auflagen für den Zwischenboden ist. Ganz, ganz viel, was auch viel benutzt wird. Türschienen haben wir immer als Meterware da. Airline. Airline-Zuschienen, ja. Weißt du, warum die Airline-Schienen heißen? Flugzeuge sind in Verwendung, weiß ich nicht. Die Sitzschienen. Die Sitzschienen? Ja. Ich habe das nur gesehen im Reisebussen, da sind die auch eine Verwendung. Ja, genau. Das war so irgendwie, aber ich kenne den Begriff jetzt erst seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Ja. Aber unglaublich praktisch. Also ich habe in meinem, als in der Schülerarbeit oder in meinem Praktikum als Student oder sowas, habe ich schon mit den Sitzschienen gearbeitet in der Luftfahrt. Und das System ist bis jetzt das gleiche, das heißt auch das Lochmaß ist vollkommen identisch? Immer das gleiche, ist international genormt, nur wir arbeiten hier halt mit guten Alulegierungen, aber das Luftfahrtaluminium mit Zertifikat ist im Reisemobilbereich nicht zahlbar. So, was jetzt immer mehr kommt, deswegen auch, ihr baut eine neue Halle, das Thema Auf- und Nachrüstung könnt ihr teilweise nicht so oft machen, wie ihr es gerne wollt. Da wird jetzt erweitert, das heißt, wenn jemand Lithium haben will, direkt ab Werk, viele wollen ja Erstausrüsterqualität, viele wollen auch zu euch und dann rufen sie bei euch an und sagen, ich hätte gerne einen Termin und dann seid ihr schon gut. Fragen wir einen Termin, wo der Kunde sagt, oh, das muss aber jetzt nicht sein. Und das mit der neuen Halle soll dann deutlich kundenfreundlicher sein, dass man wirklich sagt, komm, wenn du schon da bist, jetzt schauen wir nochmal, was wir da für einen Mehrwert einbauen können. So, ich erlaube dir mal ein bisschen Werbung zu machen. Du suchst Personal, männlich, weiblich, Diners. Was zum Beispiel im Moment? Wir brauchen für den Kabinenbau ganz dringend jemanden, der am besten eine Metallausbildung hat und Spaß dran hat, Sandwichplatten herzustellen. Im Elektrikbereich haben wir jetzt gerade aufgestockt. Schreiner können wir dringend nochmal jemanden brauchen. Das heißt, egal wer zum Beispiel Allrounder ist, handwerklich gut begabt, soll sich direkt mal melden. Aber gerade den Allrounder, wie gesagt, wenn die neue Halle steht, werden wir auch die Service-Nummer aufstocken. Oder eine Allrounderin. Wir haben auch mittlerweile Frauen. Ihr habt immer mehr Frauen im Einsatz. Ja. Also die es können, es zählt die Qualifikation und nicht das Geschlecht. Oder? So ist es. Ja, es ist nicht nur so dahergesagt. Also ich habe gerade eben auch eine Schreinerin gesehen, also die das ganz toll macht. Die eine sehr junge Schreinerin ist und schon die Abteilungsleitung hat und die macht das sehr gut, ja. Ja, Frauen, die haben ja oft so das Heft in der Hand. Ich zeig mal gerade, das sind die KCT-Hartglasfenster. Und ja, toll. Komm, wir gehen mal hier vorne hin. Vorteil ist, glaube ich, von denen auch, die kriegst du nicht so schnell auf, oder? Wie die Dometic. Richtig. So, gehen wir mal hier oben hin. Sehr, sehr hoch. Ja, wenn man mal schaut, wenn jemand daneben steht. Ich habe eigentlich keine Chance, da oben hinzulangen. Warte, ich zeig dich mal komplett, dass man dich mal sieht. Deine Größe. 1,73. Das wollte er erst gar nicht sagen. Irgendwo auf 2 Meter. Das heißt, ich habe keine Chance, ans Fenster zu kommen.
und das Fenster ist von außen bündig und glatt. Ich kenne den Effekt bei mir aus dem anderen Reisemobil. Du bist halt über allen Dingen. Das ist aber auch, hat einen riesen Vorteil. Du hast auch oft eine Luke, da kannst du draufsteigen, um Fotos zu machen. Richtig, ja. Das ist eine tolle Sache. Ja. Man kann sich auch mal einfach auf den Alkoven setzen und das Meer genießen. Ohne, und kann halt über jemanden, der vor einem steht, drüber schauen. Solange es noch erlaubt ist. Nicht, dass irgendein Staat dann kommt und sagt, das Sitzen auf Alkoven ist verboten. Das hoffe ich dann mal doch nicht. Mitfahren im Alkoven ist ja schon verboten, aber obendrauf sitzen. Zumindest wenn man steht. Gut, vielleicht auch zu Recht. Ich meine, klar, ich bin Halbamerikaner. Ich glaube, da ist sogar noch das Sitzen auf der Pritsche erlaubt. Das ist übrigens zu Transportzwecken auf Baustellen. Erlaubt. Ja. Zur Ladungssicherung darf ich hinten drauf sitzen. So, hier haben wir was Besonderes. Hier gab es einen Unfall, aber er ist bereits schon geflickt. Auch das macht ihr? Ja, auch das machen wir. Unfallschäden, auch Seitenwand, Dachwand, Seitenwandaustausch, Dachaustausch, wenn man mal irgendwo Feindkontakt hat, den Baum übersehen hat. So, hier vorne sieht man die Fenster, allein die signalisieren schon, du kommst hier nicht rein, aber du machst eigentlich bei allen nochmal zu viel des Guten. Ich zeig das mal gerade, wenn du mal gerade hier die Tür zumachst. Das haben wir auf der Messe schon besprochen. Stefan, das muss ja nicht sein, aber du hast gesagt, A sieht schön aus und B, das signalisiert... Ich sperre euch mal kurz ein, Jungs. Das ist halt einfach robust. Genau, wenn du es nochmal auf und zu machst, ich will den Ton mal gerade hören. Das ist cool. Ja. Die Riegel, die sind auch ordentlich? Ja. Oh ja. Das ist oben und unten. Genau, oben und unten. Oben und unten. Spannt sich schön ein. So, und die gehen hier unten rein. Zeig mal gerade das Profil hier unten. Die gehen hier ran. Das kriegst du nicht auf, oder? Nein. So ohne. Das heißt, das Schloss knacken wäre einfacher. Richtig. So, ich zeig das mal gerade. Also wir gehen mal gerade in eine andere Kabine rein, dass wir das mal sehen. Vom Zeitablauf, was wäre jetzt so der nächste Schritt gegenüber dem, den wir gerade gesehen haben? Was hier so steht? Lass mal schnell schauen. Wie gesagt, der hat angefangen. Ja, hier bei unserem nächsten Aussteller EX412. Ja. Da steht schon relativ viele von den Möbeln. Aussteller heißt, den gibt es demnächst auf der Messe zu sehen. Richtig. Wenn es wieder Messen gibt. Wenn es wieder Messen gibt, dann wird er derjenige sein, der da als nächstes steht. Also nochmal zum Mitschreiben. Drüben in der anderen Halle, die wir gleich filmen, da kommt die Kabine drauf. Richtig. Da wird die Kabine gebaut, Sandwichplatten gepresst und wird aufs Auto aufgeladen. Dann kommt das Auto mit der Leerkabine hier rüber. Und hier ist die ganze Inneneinrichtung, Elektrikeinrichtung und Fertigstellung. So, und die beiden Jungs, ist das so, dass jetzt ein Mann einen Platz jetzt innehat und das komplett selber baut? Nein, wie gesagt, es sind immer Zweierteams. Ja. Ja, wobei der Max zu dem Team gehört und der Stefan zu dem Team. So, die fragen sich aber schon mal gegenseitig hier, ich weiß das nicht. Und selbstverständlich. Oder wie würdest du das machen? Sie dürfen und sollen miteinander reden. Es ist ja so, dass ganz oft stehst du vor einem Problem und sei es noch so klein, du siehst es irgendwann nicht mehr. Und dann kommt der Kollege, der braucht 5 Sekunden. Genau, und sagt, warum machst du das nicht so, ist doch viel einfacher. So, das ist ja hier noch nicht fertig, oder? Die Verkleidung? Richtig. Ja, da kommt nochmal eine Innenverkleidung, nochmal eine Isolierung drauf, was auf der einen Seite das ganze Stangenschloss oder Stangensystem. Achso, hier sieht man es mal schön, gell? Ja, genau. Boah, ist das robust. Aber das ist auch das, was die Leute verlangen, oder? Richtig. Die wollen das. Und wenn du mal gerade so mit der Hand mal gerade draufhaust, so einmal, ich weiß. Nee, hier auf das Material. Okay. Sehr schön. So, kommen wir nochmal auf das Thema. Scharniere? Ja. Edelstahl? Edelstahl. Das heißt, wer Edelstahl kennt, da ist es schwer durchzuschneiden. Das sägt man eine Weile, ja. Okay. So, wir gucken mal gerade hier rein. Auch hier wieder der gleiche Aufbau. Richtig, immer das gleiche. Machen wir bei allen Fahrzeugen, ob es ein Pickup oder ein LKW ist. So, das Loch wird wahrscheinlich das Klo oder irgendwas? Nee. Das wird Frischwasserbefüllung. Frischwasserbefüllung. So, und hier gucken wir mal rein. Hallo? Hallo. Alles gut? Ja. So, er ist ja ganz allein hier drin. So, ich guck mal gerade ganz kurz. Das heißt, die Kabelbäume zu berechnen, was wie wo rein muss, habt ihr ein eigenes Team? Wir haben ein Elektriker-Team, was das dann entsprechend vorkonfiguriert und aufschreibt, wobei der Inneneinrichter die Kabel legt. Und die ganze Verschaltung mit der Elektrik, das macht dann der Elektriker. Schönes Detail ist hier die Anzahl der Holzauflage Dingsbums. Für die Bettplatte? Ja, genau. Da habt ihr nicht auch einen gemacht. Nein, muss ja auch mal eine dynamische Belastung aushalten. Also ich habe halt einen Tabat-Wohnwagen. Ich will jetzt sagen, nicht ins Detail gehen, aber ich habe den dann natürlich nach 6-7 Jahren auch mal selbst repariert, weil der war stark in Benutzung. Mhm. Aber so viele Auflagen hatte der nicht. Nein.
Und gleichzeitig eine Hinterlüftung. Eine Hinterlüftung. Ah, hier oben. Okay, ich sehe es. Also nichts gegen Tabat. Ich mag Tabat. Hat auch neu, auch nur, ich glaube, 21.000 gekostet. Okay. Ihr macht aber keine Wohnwagen, oder? Als Sonder auch. Aber ein Bimobil-Wohnwagen liegt halt dann auch mal gerne bei 100.000 Euro und das setzt die Stückzahl natürlich massiv runter. Ja, ich sehe es. Hier vorne sieht man sehr schön, das ist die Kante. Das heißt, die fasst sich genau da rein. Die wird dann praktisch draufgeschlagen, ja, oder? Genau, einfach reingedrückt. Das heißt, ich habe hier diese Keder und die werden dann hier in die Nut reingedrückt. Okay, und die sind gleich mehrfach da, so dass nichts reinkommen kann. Und wenn mal irgendwas da ist, läuft es in der Mitte ab? Wie gesagt, dicht ist es hier drunter. Okay. Das hat nichts mit Dichtigkeit zu tun. Das ist nur für die Optik und Schlagschutz. Okay. Ah, jetzt habe ich verstanden. Das heißt, das ist eh schon dicht. Dicht ist es drunter. Gut. Das heißt, wenn ich das runterreiße, dann schaut es nicht mehr so hübsch aus. Mehr nicht. So, komm, wir gehen mal rein. Da sieht man nämlich einiges. Der Kollege ist mal ganz kurz raus, dass wir hier mal drin sind. Ein schönes Detail. Ich war nämlich gerade eben schon mal kurz drin. Kann ich euch gleich mal zeigen, wenn du mal kurz reinkommst. Das ist so eine typische Zeichnung, die kommt aus dem CAD dann? Richtig. Wir arbeiten für die Zeichnungen mit AutoCAD LT und für die aufwendigen Sachen seit kurzem mit Inventor für die dreidimensionalen Zeichnungen. Ich zeig mal ein schönes Detail. Das ist eine richtig schöne Schreinerschublade. Du kannst ruhig mal da bleiben, wenn du mal so lieb bist, die mal öffnest. Das ist doch schön, sowas zu sehen, oder? Mit Softeinzug, schöne Holzschublade. Ich nehme an, du hast doch schon mal einen Schreiner als Kunden. Ja, und da, das freut uns auch sehr, die sagen dann durchaus, würde ich auch so machen oder kriege ich selber nicht besser hin. Das ist wichtig. Das hier ist ein Kleiderschrank? Ein Kleiderschrank, ja. EX412, toller Grundriss eigentlich, alle durchdacht. Absolut. Wir haben hier Dusche im Durchgang zum Fahrerhaus. Man sieht auch schon die Edelstahl-Duschtasse. Hier kommt die Toilette rein. Wo ist die Duschtasse? Ach da, in der Mitte. Genau, in der Mitte. So, die hat auch mehrere Abläufe. Zwei Abläufe, ja. So, links ist was? Toilette-Waschraum. Toilette-Waschraum, kann man es schön mal sehen. Also guckt ruhig in Ruhe mal hin. Was ich ganz oft sehe, ist dieses Material hier, dieses graue Material. Was ist das für Material? Das ist einfach der Schaum von unseren Sandwichplatten. Ach, der in der Mitte ist? Ja. So, der ist wahrscheinlich unkaputtbar, unverrottbar. Unkaputtbar, damit kann man super auch mal irgendwelche Sachen aufspannen oder irgendwelche Sachen drauflegen und sich draufsetzen. Das heißt, ihr nutzt das dann als, das kommt später wieder raus? Kommt wieder raus. Das sind einfach Abfallstücke, die man zweckentfremden kann für alles Mögliche. So, ihr setzt ganz oft auch auf normale Fenster, muss man sagen. Auch die halten das Offroad aus? Ja. Also, egal welches Fenster habe, ich kann mit allen Fenstersätzen alle Touren fahren. Hoch wie niedrig, kalt wie heiß, es ist immer nur Frage, wie viel Komfort nehme ich mit, wie viel Sicherheit nehme ich mit. So, und das ist ein schönes Detail, das habe ich auf der Messe ganz oft gesehen, wo die Leute staunenden Auges dann euch winkend aus, gerade hier die Patricia, ja, die war ja immer oben drin, hat dann rausgeguckt und da bist du über allen Dingen und kannst es genießen, man kann es öffnen, gell? Ja. Das ist so eine Art Cabrio-Feeling dann? Ja, ich sage immer Frühstück auf der Terrasse. Das geht aber jetzt nicht auf, ne? Wir können es nicht öffnen. Nein, weil wir dann gleich hier an der Seitenwand. An der Seitenwand, das wollen wir ja nicht. So schön, diese kleinen Dämpferchen. Ist das eine Feder oder Gasdruck? Ein Gasdruck. Echt? Mhm. So, und ich habe gesehen, die halten ewig. Das heißt, also selbst die 10, 15 Jahre, die funktionieren immer noch? Ja, da fehlt sich nichts. So, hier ein kleines Detail, wie das hier verschraubt ist, wenn du mir dazu mal was sagst. Hier die Schrauben, die drin sind. Das ist der obere Bereich von der Klappe. Ja. Die Seitenklappe lassen wir bis auf diese Höhe hochgehen, dass wenn ich hier sitze, ich auch schön rausgehen kann. Weil Sitzfläche ist auf dieser Höhe. Warte, sag mal. Die Sitzfläche ist ungefähr auf dieser Höhe. Das heißt, wenn jetzt einer groß ist, kann er die Klappe trotzdem aufmachen und schaut hier unterm Hängestahlkasten durch. Sag mal, gibt es ein Fenster, was noch größer ist von Dometic? Ja, würde aber hier nicht mehr reinpassen. Aber das ist schon groß. Oder? Das ist schon groß. Das ist ordentlich. Also gerade Luft, die Leute wollen was sehen. Ausschauen, Frischluft. Ausschauen. Ja. So, und da ist die Truma D, nehme ich an. Ja. Ist eine gute Heizung? Ja, wir sind zufrieden. Hat 6 kW, ist aber mit 6 kW absolut überdimensioniert für unsere Kabinen. Der Verbrauch an Diesel, ist das schlimm im Vergleich zu Gas? Oder hält sich die Waage? Hält sich in Grenzen. Also ich habe pro Tag ungefähr
Ein, zwei Liter. Also ich habe mal gemessen, 0,3 Liter im Eco-Modus, wenn sie dauernd laufen würde. Ja, ja. Ich meine, sie geht ja an und aus, nehme ich an. Genau. Das Schöne ist, die hat auch einen Tank mit drin zum Duschen. Richtig, 10 Liter Warmwassertank. Frostwächer. 60 Grad. Frostwächer, genau. Also das ist das, was die Leute auch kennen aus dem Kastenwagenbereich, wird es auch verwendet. Genau. Okay, also Standard. Also das ist Standard. Die Truma-Leute haben was Gutes gebaut. Truma-Leute haben was Gutes gebaut und wir brauchen natürlich auch einen Partner, der entsprechend Serviceabteilung Logistik hat. Das heißt, dass man dem Kunden, der eventuell einen Fehlerfall hat, auch mal helfen kann. Das heißt, irgendwelche Exoten, wo kein Service da ist, irgendwelche kleinen Bastler als Zulieferer können wir eigentlich nicht einsetzen. Ja, auch weltweit gibt es ja Truma. Also das heißt, du kriegst das Zeug da wahrscheinlich überall. So ist es ja. Das ist ein gutes Argument, oder? Für viele. So, Schrauben, das sind die gleichen? Nee, das sind alles unterschiedliche, oder? Unterschiedliche Schrauben, ja. Das heißt, die Firma Wirth, ich sehe dauernd irgendwelche Wirth-Kalender bei euch rum, ist aber nicht nur Wirth, die euch anliefern? Nein, nein, wir arbeiten momentan mit zwei von den Schraubenlieferanten. Forsch. Ich sehe es gerade da vorne, ist es da. Das ist aber auch, die Logistik hat sich stark verbessert, die glaube ich, die kommen sogar bei euch vorbei, die füllen auf, oder? Die achten immer darauf, dass immer alles voll ist, ja. Ja, das wäre normalerweise auch Zeit, die weg ist, das heißt, ihr könnt euch darauf verlassen, das kommt. Richtig. Und ab und zu gibt es einen Kalender. Ja, wie in jeder deutschen Werkstatt. Guck mal hier. Das ist jetzt mal was ganz Tolles. Ist das jetzt Massenware bei euch oder ist das was ihr selber baut hier, die Schublade? Die Schublade lassen wir von dem Schreiner zulieferern, auf unser Maß. Ein Handwerksbetrieb? Handwerksbetrieb. Und die Auszüge und den Einbau machen wir. Das heißt, die werden nochmal angepasst? Also diese Schublade könnten wir auch selber bauen, aber es ist wirtschaftlicher, die einfach von jemandem fertig zu lassen, der entsprechend spezialisiert ist. Ja, wir haben ja auch gesagt, made in Bayern, auch die kommt aus Bayern? Die kommt hier aus der Nähe, ja. Ich wollte ja gerade sagen, also nahe Wege ist ja auch ein Thema. Ja. Ich habe dich gefragt und deine Frau, ökologisch Wohnmobil, also es ist ja wohl die nachhaltigste Reiseform, die es überhaupt gibt, denn gerade eure Wohnmobile halten ja ewig, das heißt also die CO2-Energiebilanz beim Bau des Wohnmobils, die kann sich sehen lassen über die Zeitraum von 30 Jahren. Ja. Ist das jetzt, ich sag mal 30 Jahre kann man schon annehmen bei so einem Wohnmobil, wenn es ja noch fahren darf später? Also wenn man gut aufpasst und gut pflegt, ja. Also wir haben viele Fahrzeuge, die 20, 25 Jahre unterwegs sind und auch etliche Fahrzeuge, die tatsächlich noch länger unterwegs sind, auch aus der Gründungszeit von Wimobil unterwegs noch sind. Ja, ein schönes Detail, das ist der Zweiflammen oder drei, ich guck mal gerade. Genau, der Zweier mit der Piezo-Zündung. Ja. Und jetzt sieht man ein schönes Detail, der hat einen Ablauf zum Reinigen. Zum Reinigen oder wenn die Suppe überkocht, dass es direkt in den Abwassertank geht. Das habe ich noch nie gesehen. Ist das eine spezielle Version für Bimobil? Nö, die gibt's. Habe ich noch nie gesehen? Echt nicht? Nee, ich habe schon tausende gefilmt, aber mit Ablauf noch nie. Nee. Das ist eine praktische Sache. Komm, wir beide gucken mal gerade. Ich mach das Gitter hier raus, sonst kann ich einfach mal mit etwas mehr Wasser den Herd sauber machen. Das sind so Kleinigkeiten. Ich kann jetzt nämlich mal drunter gucken, wie sowas aufgebaut ist. So sieht es von unten aus und da ist auch der Ablauf. Oh, ist das auch schön hier mit den ganzen Schellen, die drin sind, ja. Mit den Eckverbindern. Alles echtes Holz? Alles echtes Holz. Also kein Press, nee. Also doch, das ist Pappelsperrholz mit Echtholzfurnier. Ja, aber es ist jetzt keine Spanplatte, die gibt es nirgendwo bei euch. Ja. Okay, die wäre viel zu schwer, nehme ich an. Richtig, es ist zu schwer. So, da sieht man auch, also das Material hier von der Platte oben drüber, was ist das? Das ist Korian. Wenn mich da mal aufklärt, ich habe es ganz oft schon gehört, Korian, was ist denn Korian? Korian ist eigentlich der Markenname von DuPont und es ist ein Mineralstoff, also ein sehr, sehr hochwertiger Kunststoff. Das heißt, der hält einiges aus? Hält einiges aus. Und ist auch ein extrem, von der Haptik ein extrem angenehmes Material. Der ist sehr dünn, der liegt auf dem Holz auf? Ja, so dünn ist er nicht. Du siehst hier, wie dick der aufliegt, die an der Kante. Ja, jetzt im Vergleich zur gesamten Platte. Es sieht so aus, als wäre die ganze Platte aus Korian. Ja. Nein, ihr habt da natürlich aus Gewichtsgründen, nehme ich mal an. Ja. Genau, eine Schichtplatte drunter und mit Korian bezogen. Wir haben eine Presse, das stellen wir dann diese Platte selber her. Und das Schöne an dem Korian ist, an diesem gesprenkelten mit dieser Granitoptik, hier ist ein Umleimer. Man hat aber keine Chance, den Umleimer zu sehen. Ach so, weil das im Prinzip ineinander übergeht, es gibt keine klaren Kanten. Genau. Vielleicht mit einem 4K, das man sieht im Film, aber ich sehe es auch nicht. Sag mal hier, der Querschläfer, der hat sich bewährt bei Leuten, die reinpassen? Ja, absolut. Längsschlafen ist natürlich auch eine Sache, aber Längsbetten im Heck macht das Auto unglaublich lange.
Und das widerspricht dem Fernreise-Offroad-Gedanken, wo ich ja so kurz wie möglich bleiben will. Das heißt, der Radstand soll kurz bleiben, wegen der Wendigkeit, die Winkel. Und ja, ganzen Böschungswinkel. Und also wir haben auch einen Grundriss mit Längsheckbetten, aber wie gesagt, im Allradbereich macht das jetzt nicht so viel Sinn. Alle eure Fahrzeuge, man kann immer reingehen in die Fahrerkabine. Ja. Das ist grundsätzlich so. Das ist was Wichtiges. Warum? Um einmal bei Sauwetter nach vorne und hinten zu können, um, wenn hier hinten Leute sitzen, was ja geht, da kriegt ihr Sitzgurte hinten rein. Achso, das geht? Das geht. Achso, ich habe Sichtverbindung, Sprechverbindung. Das muss offen sein. Ja. Ja, dann kann ich Leute in der Wohnkabine mitnehmen. Und natürlich, wenn ich autark stehe, dass ich auch weg kann, ohne außen rum zu müssen. Das heißt, es passiert nicht von einem bewaffneten Überfall, weil dann hat man einfach Pech. Aber wenn die Wildschweinrotte außen rum rennt, kletter ich auch lieber eben durch. Ja, und da hast du mir schon mal gesagt, das ist ernst zu nehmen. Wahrscheinlich ernster als, ich glaube, die treffen immer an der Wade irgend so eine Schlagader. Die gehen auf die Innenseite, auf die Hauptschlagader mit ihren Hauern. Wenn die da vorbeigehen, das ist gefährlich. Exitus. Vorsichtig sein, ja. Also das ist so. Wir haben auch Kunden schon, die irgendwelche Bärenfotos schicken und also, auch da sind Sachen, es wird wahrscheinlich nichts passieren, wenn ich mit dem wilden Tier umgehen kann, aber man fühlt sich einfach wohler, wenn ich nach vorne durchkrabbel und dann wegfahre. Schönes Detail ist hier die Platte, das ist der gleiche Stoff wie außen? Richtig. Das ist immer eine Aluminium-Sandwich-Platte, wobei du filmst gerade auf einem Aluminiumrahmen. Das ist ein Alurahmen. Alurahmen. Alu-Gitterrohr und entsprechend mit Schaum ausgefüllt, sodass es eine extrem steife Bettplatte ist. Wenn du mal kurz da drauf haust, sagen wir so nett. Jeez. Und die hält jetzt wie viel aus? N. Zwei große erwachsene Männer. Okay, sagen wir mal so 200-300 Kilo packt die, oder? Ja. Okay. So, jetzt liegt das ja direkt drauf. Da kommt jetzt ein Lattenrost drauf. Da kommt das Folie-System drauf, diese Teller. Ah, die Teller, die wir eben gesehen haben. Ja. Okay. Das ist wahrscheinlich wesentlich leichter als das Lattenrost. Leichter, ich habe die Unterlüftung von der Matratze und man schläft sehr, sehr gut drauf. Toll. Ist die dicht, die Kabine? Also in meinem Reisemobil, wenn ich zum Beispiel alle Türen zumache, habe ich Probleme, die letzte Tür zu schließen, weil es so dicht ist. Ist es bei dir auch so? Bei den Kunststofffenstern Dometic, die haben eine Zwangsentlüftung, nein. Wenn ich rein KCT habe, ja. Okay. Dann machen wir auch von Bayern Luft so eine Zwangsentlüftung dazu mit Wärmetauscher und Entfeuchter. Das ist wirklich schwer, zum Beispiel die Hecktür zu schließen, weil es so dicht ist. Ja. Du musst richtig drücken, ist aber eine Tür auf, da geht es ja ganz problemlos zu. Das ist auch ein Beweis dafür, dass sie dicht ist, gell? Ja, absolut. Ja, ich bin ganz begeistert. Es gibt viel zu sehen. Ich gucke mal auf die Uhr, 42 Minuten und es ist noch gar nicht langweilig. So. Wenn ich dich mal gerade fragen darf, was du gerade machst. Ich klebe gerade die Dichtung vom Waschbecken, also die Abdichtung zwischen der Arbeitsplatte und Waschbecken. Und die müssen wir halt alles schön manuell kleben, dass es auch wirklich hält. Und was ist das für ein Kleber, den du verwendest? Das ist ganz normaler Sekundenkleber in diesem Fall. Okay. Ist auch eine Spitzenerfindung, oder? Ja, Sekundenkleber. Ja, es gibt wenig, wo wir es noch einsetzen. Also es ist einer der ganz wenigen Fälle, wo wir es noch machen, aber da macht es einfach Sinn. Genau, wenn du mal ganz kurz da vorne den Siphon mal zeigst in die Kamera. Da das Weiße, genau, das ist wirklich ein Siphon. Das ist ein Siphon, genau. Der kommt eben dann unterhalb des Waschbeckens hin. Ist ja süß. Also was alles gibt. Okay, das ist ja das, was die meisten Leute gar nicht sehen, oder? Das sieht man nicht mehr hinterher. Ja. Aber es braucht, wichtig, dass er da ist. Genau, braucht man. So, und das ist der Wasserhahn, zeig mir den mal bitte, auf der Seite. So, das ist im Prinzip wie zu Hause? Genau, der ist wie zu Hause. Ganz normal schließen wir Warm-Kaltwasser an. Ist qualitativ genau wie jeder Wasserhahn immer. Also ich wollte mal zeigen, normalerweise ist das ja immer eingebaut. Hier sieht man es mal schön. Vielen Dank erstmal bei dir. Danke. Ja, das heißt, er war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass ich ihm was frage, aber die Leute sind unglaublich kommunikativ. Die lieben ihren Job, habe ich das Gefühl. Er ist auch noch nicht lange dabei, aber er hat sich unglaublich schnell reingefunden. Und klar, das sind natürlich erfahrene Handwerker, die mit viel Liebe und viel Spaß die Reisemobile bauen. So, das da kenne ich aus dem Baumarkt. Eine Plattensäge, ja. Nachdem wir große Platten haben, brauchen wir sowas. Ja, auch die habt ihr, aber jetzt kommt's. Da vorne ist noch einer, der ist jetzt fast komplett nackt. Da ist aber schon, nehme ich an, der Doppelboden, der ist schon vorne dran. Der Doppelboden, bei dem anderen war der Doppelboden ja noch oben. Und der Boden ist schon runtergelegt und man sieht, dass die Tanks schon eingebaut sind und auch schon angeschlossen sind. Aber die ganzen Verschalungen der frischen Abwassertanks sind noch nicht da. Tankvolumen immer bei euch? Ganz unterschiedlich, je nach Modell, zwischen im Pickup-Bereich 80 Liter
bis zu 400 Liter im LKW-Bereich. Wir haben auch schon 600 Liter Tanks gemacht. So, wann kommt die Heirat eigentlich von der Kabine aus? Optimalerweise gleich, wenn die Leerkabine fertig ist, wird es aufgebaut. Funktioniert nicht immer, wenn das Basisfahrzeug nicht rechtzeitig da ist oder am Basisfahrzeug vom Zulieferer noch was umgerüstet werden muss. Aber optimalerweise gleich Leerkabine aufs Auto und dann zusammen hier rüberfahren. So, das wird ein eindeutiges Familienauto? Richtig, das wird ein HD420. Ein HD420, zwei Stockbetten, ein Alkoven. Der Alkoven ist meines Erachtens auf der Länge gesehen wirklich enorm praktisch, wenn du mit der Höhe kein Problem hast. Richtig. Ein Alkoven macht ein Auto immer kurz, aber hoch. Aber der Platz über dem Fahrerhaus, wenn ich den für den Alkoven nutze, ist natürlich ein super genutzter Raum. Das mit dem Silber ist schon sehr, sehr geschickt. So, das heißt, die kommen fix und fertig lackiert. Sag mal, das Thema, so eine Beschichtung drauf zu machen aus Keramik, ist das sinnvoll? Also wir haben an einer Stelle sogar eventuell ein Problem mit dieser Keramikbeschichtung. Und nachdem das ja ein sehr, sehr hochwertiger Lack ist, von der Außenbeschichtung nicht unbedingt. Da ist sie, die ganz tolle Webasto Luftheizung. Die hat auch richtig Power. Richtig, ja gut, 4 kW. Aber 4 kW, wie gesagt, für das Volumen, was wir haben und die Isolierung, mehr als ausreichend. Die ist jetzt im Innenraum drin. Abgase gehen nach unten? Ja. Mal grad, da sieht man es. Das ist ein schönes Detail, sieht man normalerweise auch nicht. Ist immer verbaut. Auch da gibt es ganz klare Anweisungen, wie das einzubauen ist, an welcher Stelle, mit allem drum und dran. Ich habe mein Handbuch gelesen, wie es einzubauen ist. Ich habe es gleich wieder zugemacht, weil auch da, wenn du da was falsch machst, das kann tödlich enden. Wenn man nicht aufpasst, ja, klar, es sind Abgase. Und wenn man die aus irgendwelchen Gründen im Innenraum wieder reinkriegt, kann es gefährlich werden. So, die läuft jetzt auf Umluft? Ja, also allermeisten Heizungen sind Umluftheizungen bei uns. Wie Basto, wie Truma. Ich habe sie bei mir auf Außenluft stehen, also das hat den Nachteil, man riecht am Anfang, im ersten Zündmoment riecht man bei Außenluft natürlich ein bisschen den Diesel, das ist dann weg, aber du riechst ja eigentlich gar nicht die Dieselheizung, oder? Ja. Die neue. Also ich starte meine, ich habe jetzt auch eine Dieselfestheizung, das ist was ganz Tolles. Sind jetzt hier zwei Heizsysteme drin? Ja. Okay, das ist Backup. Der bekommt hinten die Truma-Heizung und das ist die redundante Heizung. Okay, das heißt, er kann entweder oder einschalten, was ihm gerade lustig ist. Oder beides. Oder beides, wenn es mal besonders nötig ist. Dann hat er wie viel kW? Ja. 9. Genau. 9 kW. 6 und 4. Ja gut, aber der Vorteil ist, er hat auf jeden Fall immer was. Die haben auch so eine Stellung, ist das richtig, dass man den Tank nicht ganz leer kriegt, oder? Mit den Dieselheizungen? Das ist eine rein mechanische Sache. Okay. Das heißt, das ist ja so ein Strohhalm, der in den Tank reingeht. Und der Strohhalm darf niemals bis unten gehen. Ich darf mal kurz rein hier in die Kabine? Selbstverständlich. So, komm, wir gehen mal rein, denn ich will mal zeigen, wie groß das Platzgefühl ist von der Leerkabine. Das ist ja unglaublich, sag mal, die könnte jetzt so auf die Straße, die ist selbsttragend. Die ist selbsttragend, man kann so fahren. Die braucht die Möbel gar nicht? Nein. Die Kabine ist in sich stabil. Das ist natürlich so ein Leerausbau, das macht ihr gar nicht, oder? Haben wir früher gemacht, aber dadurch, dass wir so viel zu tun haben und wir nur eine Presse haben, würde ich natürlich, wenn ich eine Leerkabine baue, für den Inneneinrichter für ein paar Tage arbeitslos machen. Das heißt aber auch so eine Sparkasse, also ich nehme an, ihr habt vielleicht auch mal ein Sparkassenauto oder sowas gebaut, so als, nee? Nein, sowas haben wir nie gebaut. Okay, super. Deutliche Antwort. Wahrscheinlich für die Volksbank. So, das ist der Alkoven, wenn er jetzt im Ausbau ist. Ich nehme an, dass da, das sind so Leeren oder die vorne liegen, die Holzstücke? Bitte, was sind das? So Leeren, so irgendein Winkel oder sowas? Genau, das sind einfach Winkel, um Möbel und so weiter entsprechend oder die ersten Wände, Zwischenwände von der Küche oder so 90 Grad hinstellen zu können. Ja, was Tolles habe ich bei euch gesehen, es ist alles so schön, dieser Backofen, den ihr einbaut, ja. Die Leute nutzen den aber wirklich sehr aktiv, oder? Ja, ein Backofen ist eine tolle Sache. Brot backen, Pizza reinschieben, Auflauf machen mit dem Essen vom Vortag, also super Sache. So, komm, wir gehen mal ins Herzstück der Schreinerei. Ja. Der Rahmen hier in der Tür, wie funktioniert der? Ist der jetzt? Also wir haben hier in der Sandwichplatte nochmal diesen schraubbaren Spezialschraum drin. Mhm. Und dann kommt hier einfach nochmal die Kunststoffzarge. Ja. Aber hier
sind eben durch diesen Spezialschaum, der da drinnen ist, als Türzarge die Scharniere verschraubt. Sag mal, es gab ja Foli nicht immer, oder ist das schon eine uralte Erfindung? Was gab es denn? Foli. Das Bettfedersystem? Ja, genau, das Bettfedersystem. Vorher haben wir Lattenrost gehabt oder einfach Lochplatten wegen der Unterlüftung. Aber das Foli-System, es ist leicht, hat Unterlüftung, hat den Lattenrost-Effekt vom Schlafen. Also das ist eine tolle Sache im Reisemobil. Sag mal, es gibt ja unglaublich viele Dinge, die neu auf den Markt kommen, die echt toll sind, wo du dir denkst, die müssten wir ja mal einbauen. Aber du hast mir eben schon gesagt, du brauchst Systeme, die weltweit verfügbar sind, von einem namhaften Hersteller, die bewährt sind. In unser System passen, die alles zusammenpasst. Weil wenn ich die Summe von ganz tollen Einzelkomponenten habe, heißt es ja noch lange nicht, dass das Gesamtergebnis dann auch genauso gut ist wie die Einzelkomponenten. Das heißt, es muss aufeinander abgestimmt sein. Aber Sachen, die uns interessieren, testen wir üblicherweise in einem eigenen Fahrzeug und schauen uns das erstmal an. Und wenn wir sagen, okay, das ist gut, dann fließt es in die Produktion mit ein. So, hier kommt wieder ein Trendlo rein. Ja. Ihr habt gar keine Chemietoiletten im Einsatz? Eigentlich kaum noch. Selten. Also im Prinzip bei den meisten Ausstellungen, also bei den meisten Grundrissen ist es noch Standard, aber die Kunden wollen einfach die Trenntoiletten. Gut, komm, wir gehen mal ins Herzstück. Wir haben es eben schon mal kurz mal gesehen. Ich gehe mal gerade runter hier, denn es geht nichts ohne eine tolle Schreinerei. Eine Lackiererei haben wir noch. Ja. So, der Kollege, den haben wir eben schon gesehen. Genau. Der macht Kanten im Moment. Oder was macht er genau? Der macht Küchenarbeitsplattenverlängerung und der bereitet die Bretter vor. Okay, und was ist hier zu tun genau? Der Umleimer von dem Korean, den macht er jetzt mit der Oberfräse, macht er die Kanten entsprechend schräg. Ach so, dass das komplett gerade ist. Ja. Plan. Genau, und dass man eben auch nichts mehr fühlt. Und der Koreankleber, das riecht immer so ein bisschen wie beim Zahnarzt. Ja, stimmt. Das ist so, das ist aber wahrscheinlich unbedenklich. So, hier vorne ist eine Holzpresse. Eine Plattenpresse, die ist auch gerade bestückt. Ich zeig das mal gerade. Die macht so richtig viel Druck. Ja. Nicht den Kleber abwischen, der ist jetzt hier drauf. Ach so, der Kollege macht gerade was. Komm, ich darf das gerne mal zeigen. Ich nehme an, das ist die Vorbereitung, bevor es dann in die Presse kommt, oder? Ja. Das ist der Kontaktkleber. Das ist der Kontaktkleber, sagt er. Gar nicht mehr in die Presse dann. So. Und das ist wirklich Handwerk pur. Ja. Normalerweise, wenn man jetzt keine Presse hätte, wird es schwer. Wichtig ist halt, dass wenn der Kleber schon drauf ist, wie gesagt, das Kontaktkleber, der geht jetzt nicht in die Presse, aber ich darf natürlich keine Luftblasen reinmachen. Deswegen rollt er den so diagonal drauf und streicht ihn jetzt entsprechend ab. Da ist der erste Druck entscheidend und dann darf er keine Luft drin sein. Das heißt, man geht einmal in der Mitte durch. Und dann immer noch Außenstreier, dass die Luft rauskommt. Nochmal bitte. Ah, im Prinzip wie das Folieren so ein bisschen. Ja, genau. Sie folieren. So raus, dass die Luft nach außen geht. Okay. Also ich darf jetzt nicht so reinstreuen, sonst habe ich Luftblasen. Und am festen Druck. Könnt ihr stundenlang zugucken, wie Leute arbeiten? Ja. Aber es ist natürlich so, dass hier ist jetzt ein eigener Schritt mit jemandem, der das schon ganz oft gemacht hat. Da sitzt jeder Handgriff. Ist kein Problem, wenn man es zum ersten Mal macht und nicht weiß, wo die Kniffe sind, wo man hinlangt. Dann hat man ganz schnell ein paar Blasen eingebaut. Das glaube ich. Ja, da ist natürlich auch die Arbeitsvorbereitung ein ganz wichtiges Thema. Ja. Das ist halt der Vorteil bei unserer Firmengröße, dass die Inneneinrichter von den Möbelvorbereitern unterstützt werden und diese Arbeit halt einfach extern gemacht wird und dann im Vorbereitet zu den Inneneinrichtern kommt, die dann in Anführungsstrichen nur noch einbauen. Unfälle? Gibt es hier viele Unfälle bei euch? Extrem wenig. Extrem wenig. Ja.
Ist natürlich so, wenn hier Sägen offen sind und die Leute. Ja. Wobei, die haben alle ihre Einweisungen, sind geschultes Personal. Und klar, Unachtsamkeit gibt es überall, aber eher mal, dass einer stolpert, als dass er in die Kreissäge langt. Was sehr unangenehm ist, weiß ich aus eigener Erfahrung. So, ihr habt hier Holz lagernd. Bitte? Ihr habt ja Holz lagernd? Holz lagernd, ja, klar. Das sind die Platten, die wir brauchen. Da brauchen wir entsprechende hohe Stückzahlen. So, und hier vorne sieht man einen Teil. Das hat die Kollegin mal vorbereitet. Ja. Wenn es so aus der Presse kommt. Das hier? Ja. Das ist vom EX412 die Tür, wo die Duscharmatur dahinter ist. Das heißt, das ist im Nassbereich. Das ist wasserfest verleimtes Birkensperrholz mit lackierten Kanten und Resopal als Schichtholz offen draus. Und das ist in der Dusche eine ebene Tür. Ja, schön ist auch, wie unten jetzt das Schloss da eingelassen ist. Ja. Da kann man schon hingucken, oder? Absolut. Das ist absolut sauber verarbeitetes Möbelstück. Das aber jetzt, ich könnte jetzt egal was nehmen, das ist das Schöne. Ihr arbeitet ja mit CNC. Ja. Genau, wenn du mir das mal zeigst, wo die Maschine steht. Ja, gerne. Warte mal ganz kurz, hier ein kleines Detail, bitte. Macht die Kanten jetzt am Bandschleifer mit dem entsprechenden Winkel, dass die Kanten halt gebrochen sind. Ach, wie schön. Aber es hat schon eine gewisse Lautstärke, deswegen haben die auch alle Gehörschutz an. Das machen die freiwillig, oder? Alle Schutzbrillen, Gehörschutz und so weiter, da achten wir sehr drauf. Auch die Bodenmarkierung schleift sich schon langsam ab, aber dass die Sicherheitsbereiche abmarkiert sind. Wo gehobelt wird, da fliegen Späne und hier sieht man sogar. Ja. Genau, da unsere CNC-Fräse, gerade im Einsatz. Hallo? Oh, ja. Der Kollege. Der Kollege kriegt also von Arbeitsvorbereitung von den Zeichnern die Zeichnung auf dem Bildschirm. Legt dann das Holz auf, tastet die Höhe an und dann muss er halt aufpassen, dass die Fräse keinen Blödsinn macht durch irgendeinen Fehler. Ja, das heißt, er hat einen ziemlich einfachen Job, oder? Jein. Er muss nur aufpassen. Jein. Er muss bestücken und er muss sehr gut aufpassen. Okay, das heißt, sie nimmt sich auch das Werkzeug selber dann? Ja. Holt sich das Werkzeug hier? Genau, zeig mal. Natürlich wahrscheinlich auch eine Rieseninvestition, oder? Ja. So eine Fräsmaschine ist im Bereich von einem Reisemobil. Echt? Ja. Also nichts, was du im Baumarkt kriegst, so für 400 nicht, Euro? Nicht mal schnell, nein. Aber man kann halt unglaublich exakt machen und ist wiederholbar. Ja, und ja, sind alles Möbelstücke, inklusive gleich der Fräsungen und Lochausschnitte und der Bohrungen. Das heißt, auch der Inneneinrichter muss hinterher. Hier sieht man zum Beispiel die Bohrungen schon. Ach, die sind schon drin? Die sind schon drin. Nicht, weil der nicht bohren kann, aber er muss nicht mehr messen. Und es ist halt extrem exakt, ja. Was denn? Immer das Gleiche. Ja. Wie gesagt, der Inneneinrichter muss nicht mehr ausmitteln, messen, sonst irgendwas, sondern nimmt seinen Akkuschrauber und setzt die Bohrungen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, für solche Sachen, die so langweilig sind, ja, die immer dieselben sind, das kann nur wirklich eine Maschine machen. Dann habt ihr mehr Zeit für andere Sachen. Auch mit einer Exaktheit, die man von Hand nicht hinkriegt. So, auch da ist natürlich, du musst dich ja irgendwann mal entscheiden, welche Maschine du nimmst. Wie bist du da vorgegangen? Das war noch von meinem Vorgänger und der wollte sowas haben und letztendlich sind wir halt auf von den ganzen Anforderungsprofil, was wir hatten, sind wir auf diese Maschine gekommen. Mhm. Natürlich wäre es schön, wenn man eine Fräse hätte, wo eine ganze Seitenwand drauf kann, aber dann brauche ich wieder eine eigene Halle dafür und so haben wir halt hier die Möglichkeit, im Bereich der Möbelvorbereitung eine Fräse stehen zu haben. Und wenn wir uns dann den Kabinenbau anschauen, da steht auch nochmal eine Fräse für die ganzen Alu-Sachen. Ich habe eben schon gesehen, so die ganzen Sachen, die Schubladen, die ihr ja zugeliefert kriegt, ja. Die sind so exakt gefertigt. Ja. Und das ist hier genau das Gleiche. Genau, so ist es. Aber die Maschine weiß auch, wann so ein Werkzeug mal nicht mehr funktioniert? Nein, das ist dann seine Aufgabe. Also er muss sich immer den Schnitt anschauen und feststellen, dass es irgendwo ausfranst oder sowas und dann das Werkzeug austauschen. Da vorne steht ein schönes Wohnmobil. Ist das ein neues? Nicht mehr ganz neu. Das ist der BJ383, Sprinter Doppelkabine, drei Stockbetten hinten drin, Familienkutsche.
Okay, der ist jetzt neu? Ne, den haben wir auch schon wieder seit anderthalb Jahren da stehen. Dann haben wir bloß dadurch, dass wir in Düsseldorf einen reduzierten Stand hatten. Ah, das ist ein Vorführer? Das ist ein Vorführer. Okay, prima. Ja, den würde ich nämlich auch gerne zeigen. Die Farbe sehr mutig für ein Reisemobil. Also ja. Das ist eher was, was dann vielleicht auf Stellplätzen steht? Ja. Das ist auch ein Allrad, aber beim Sprinter-Allrad in dieser mit dem langen Radstand reden wir von einem Schlechtwegeauto, nicht von einem Offroad-Fahrzeug. Ich zeig mal gar was ganz Hässliches. Warte mal. Da ist ein Bimobil. Und für alle Leute des 4x4, guck mal, wer da hinten rausguckt. Ja. Das Reisemobil, mit dem wir unterwegs sind. Also ich sag mal so, ich habe ja gar keinen Stress damit, aber ich habe mir auch schon überlegt, praktisch je nachdem, welchen Einsatz wir haben, doch mal auf ein 4x4 Allrad oder sowas zu gehen. Das ist ein toller Grundriss hier mit den Alkoven, ich liebe das. Absolut. Also gerade die Stockbetten und Mittelsitzgruppe, Alkoven vorne, man, Eltern, Kinder schlafen getrennt. Vorne und die Kids lieben es, oder? Absolut. Was gibt es Tolleres für Kinder? Ich darf mal kurz reingucken? Oder ist der? Der Schlüssel hat er da, mach mal kurz auf. Das auch hier mit der Tür ist toll. Ist es auf oder ist zu? Auf oder zu? Ist zu, aber ich habe einen Schlüssel, wenn es okay ist. Genau, genau. Wenn du mal gerade ja, so lieb bist, mach mal auf. Das ist eine tolle Farbe, ist ein Bimobil. Also wer sich jetzt auskennt, spätestens seit meinen Videos, aber es gab ja viele YouTuber vorher, die haben auch schon gefilmt. Aber ihr habt auch ein Herz für Leute, die die Qualität vom Bimobil haben möchten in einer Schlechtwege-Version. Das heißt, hier kann ich über Schotterpiste und so weiter und so fort. Aber auch ich sag mal, Leute ohne Allrad, einfach gute Reisemobile. Ja. Es muss nicht Allrad sein. Es hängt immer vom späteren Einsatzzweck ab. Wenn ich die Welt bereisen will, ist ein Allrad, wie der Sprinter-Allrad, eine absolut sinnvolle Sache, weil ich die schöneren Stellplätze kriege. Vielen Dank, erstmal. Wenn ich Pisten fahre und Stücke Offroad fahre, dann muss ich nochmal eins mehr höher gehen. Ne? Immer die Frage, mit welcher Tonnage, welche Wege will ich fahren? So, und das habt ihr jetzt quasi in dieser Werkstatt gebaut. Die Bauzeit von so einem Fahrzeug? So eine Kabine steht ungefähr 3 Wochen. 3 Wochen. So, wir haben ja eingangs, haben wir das schon erwähnt, Inneneinrichtung. Da ist noch die Kabinenbau und Möbel, Fahrzeugumbau. Aber wie perfekt das hier gefertigt ist. Also, das ist, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was natürlich die Massenfertigung bietet. Aber gerade gar nichts. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also beides hat natürlich die Berechtigung, wie alles die Berechtigung hat. Absolut, ja. Ist ja auch eine Kostenfrage. Also muss ja auch sagen, dann sind diese Reisemobile ja einsatzfähig im ganzen Jahr. Also das ist jetzt keine, wo man dann sagt, ist der Tank vielleicht beheizt? Ja, der Tank ist beheizt, immer bei dir, also, oder? Wir machen keinerlei Winter, Sommer, sonst was Pakete, sondern ein Bimobil ist grundsätzlich ganzjahrestauglich. Das ist für uns was ganz Wesentliches. Oder auch hier die Fächer, wo denn das Kind oder je nachdem, wer hier schläft, weil hier kann ja auch ein Erwachsener schlafen, ja. Je nach Konfiguration. Wahrscheinlich kann man das auch hier weglassen, da ist es noch länger. Richtig. Wenn man davon ausgeht, wenn man die Kinder zu gut gefüttert hat und die dann sehr groß werden, mache ich ein Stockbett oder beide Stockbetten nochmal länger. Boah, ist das riesig hier vom Platzangebot. Ja. Es riecht so nach Leinenöl so ein bisschen, kann ich sagen? Ja, das Fahrzeug hat einen Unterbodenschutz. Das ist das Wachs vom Unterbodenschutz. Okay, das ist nicht die Inneneinrichtung, okay. Sondern schlicht und ergreifend das Wachs von unten. Es riecht so, frisch gewachst riecht es, ja, stimmt. Ich guck mal gerade, hier steht ein Preis drauf, 173 kostet das. Ja. Das ist natürlich schon eine Stange Geld. Allerdings hast du mir erzählt, selbst Gebrauchte, die du nach 10 Jahren nochmal verkaufst, weil du vielleicht was anderes brauchst, die erziehen Höchstpreise. Absolut. Das ist schon also überhaupt eins zu kriegen. Überhaupt eins zu kriegen und auch durch die Lieferzeiten, die wir haben und auch durch die Langlebigkeit unserer Produkte, ist auch nach 10 Jahren ja noch viel, viel wert. Also du kannst ja wirklich, wenn du all das hier siehst, was mir immer auffällt, auch bei Firmen in Amerika, ich bin ja Halbamerikaner, wenn wir da filmen, dass die Leute unglaublich stolz sind auf ihren Betrieb. Mhm. Und was ich also des Öfteren mal gesehen habe bei Reisemobilen, also jetzt vom Fließband, die ich gesehen habe, dass du Sägespäne noch unten drunter hast bei neuen Fahrzeugen. Mhm. Und das erzählen mir Leute ganz oft, die haben gesagt, da sind noch Sägespäne drin gewesen. Ich habe da mal reingeguckt, da lagen Schrauben. Also das heißt, da ist eine Schraube mal runtergefallen in der Fertigung, die lag halt noch da drin. Das ist ja nichts Schlimmes, eine Schraube zu viel. Aber also Schraube sollte nicht passieren, weil die halt auch irgendwann einmal, wenn sie eine blöde Stelle wandert, einen Blödsinn machen kann. Aber Sägespäne findet man bei uns durchaus, ja. Auch, das ist so. Und da ist nicht die Argumentation, ihr wollt mal auch sicher gehen, wenn es einen Wasserschaden gibt, dann sieht man es anhand der Sägespäne. Nein, das ist einfach Handbetrieb. Das heißt, da, wo der Mitarbeiter halt auch nochmal was ausgefräst hat oder gebohrt hat, da liegen halt die Späne.
man ja, wie schön groß das Bett ist. Toll finde ich auch immer, wie man auf das Bett draufkommt. Diesmal wahrscheinlich über die Sitzgruppe. Über die Sitzgruppe, ja. Genau. Der Tisch. Das ist so schön. Also ich lobe dich ja schon mal über den Klee. Ja, das fällt mir aber gar nicht so schwer, muss ich sagen. Der ist absenkbar. Auch hier kann ich ein Bett. Absenkbar. Ich kann auch hier nochmal ein Bett bauen, dass ich also nochmal irgendwelche zusätzlichen Gäste mit schlafen lassen kann oder mich auch mal, wenn ich krank bin, einfach lang machen kann. Ich zeig mal gerade hier vorne. Das ist das und das verwendet ihr recht oft. Das hat mehrerlei unglaublich viele Gründe, warum ihr das verwendet. Was meinst du? Das Sisal? Das Sisal? Ja. Also wir hatten es ganz früher, wirklich ganz früher, vor 35, 40 Jahren am Boden. Sisal am Boden ist keine gute Idee. Da fängt sich der Sand und der Barz und so weiter. An den senkrechten Flächen ist das ein super Material. Ich kriege selbst die Hundehaare weggesaugt und ich habe halt keine Streifen von Schuhen, keine schwarzen Abriebe. Nichts. Gar nichts. Die Polster, da habe ich dich auf der Messe schon gelobt, die Stoffe, die ihr da wählt. Also oft ist ja die Vorgabe von den Messefahrzeugen, viele kaufen die ja so, wie sie sind, tatsächlich, hast du mir erzählt. Die wollen gar nichts groß ändern, die sagen, das ist so perfekt. Trotzdem, die Qual der Wahl eurer Grundrisse. Ihr hattet ja früher viel weniger Grundrisse, da war es ja viel einfacher. Da hattet ihr sehr viele Grundrisse, sehr viele Polsterfarben und so weiter. Also da geht schon wirklich viel Entscheidungszeit rein. Ja, aber ich war draußen, ihr macht ja zurzeit Videoberatung draußen. Die Kollegin habe ich mal kurz beobachtet. Genau, ja. Die stand da, soll ich nochmal reingehen, rausgehen? Wie sind die Klappen? Wie sind die Klappen bei dem anderen anders? Ja, genau. Und so, also da steckst du einfach manchmal nicht drin. Schönes Detail, hier die Treppe, zeig mal bitte. Das ist Handwerkskunst. Das ist geil. Ich finde die so klasse. Das ist jetzt was für ein Material? Das ist einfach Tischlerplatte. Ja. Ahorn. Ahorn. Sehr schön. Mach nochmal hoch bitte. Und noch ein kleines Detail, was wir eben gesehen haben. Der Doppelboden, der ist ja zugänglich. Da ist ein Tank oder was ist? Nee, ja, Stauraum. Keller. Geht's in den Keller runter. Gut. Etwas kühler als hier oben. Das heißt, bei unserem Zwischenboden haben wir auch mal gerne ein bisschen Gemüse gelagert und solche Sachen. Mhm. Und was auf keinen Fall fehlen darf, sind mehrere Kleiderschränke. Das heißt, ihr habt die schön versteckt. Einmal in den Stockbetten, großen Kleiderschrank, direkt am Eingang, wo er hingehört. Und der Zugang dann zum Fahrerhaus. Hier da, natürlich mit mehreren Sitzgelegenheiten. Genau, Sprinter-Doppelkabine. Das heißt, ich habe halt die ganze Familie im Fahrerhaus vorne drin. Der gute Doka. So, komm, wir gehen mal kurz raus. Müssen irgendwann mal hier ein Ende finden. Sag mal, drinnen haben wir die Lackiererei noch nicht gezeigt. Die würde ich unbedingt gerne mal zeigen. Dann machen wir das eben, ja? Weil die wird demnächst auch neu gebaut. Nee, war das so? In die Servicehalle kommt noch eine Lackierkammer mit rein. Genau. Wo man eine Größe, wo man auch mal zur Not ein ganzes Auto reinschieben kann. Und wo macht eben diese ganzen Anbauteile und so weiter entsprechend lackiert werden können. Genau, ihr macht die Stahlteile dort. Und ihr lackiert die auch selber. Vorteil ist, du weißt dann. Griffelblechteile und so weiter, ja. Diese Schürzen. So, ich guck mal auf die Uhr. Wie lange wird heute gearbeitet? Die Jungs gehen meistens um 16.30 Uhr nach Hause. Manche Abteilung bleibt ein bisschen länger. Schön, dann haben wir nämlich gleich den Fahrzeugbau ganz für uns alleine. Genau. Das ist so. Und hier links ist die Ex. Das bedeutet feuerempfindlich. Rauchen sowieso verboten im ganzen Betrieb, nehme ich an. Ja, absolut. Eine Schreinerei, glaube ich, gibt nichts Schlimmeres wie Rauchen. Denn ich habe mal gelernt, das kann sogar irgendwie, wenn man raucht in der Schreinerei, sogar zu einer ganz großen Verpuffung führen. Ja, wenn es eine Staubexplosion gibt, es gibt ein gewisses Staub-Luft-Gemisch, was dann irgendwann zündfähig ist. Ach, das riecht total lecker hier drin. Ich würde gerne bleiben, das erinnert mich so an die Schule Patek so ein bisschen. Ja. Es riecht aber viel, viel besser. Ja, ja. Das hat so, das da ist jetzt was für ein Teil? Das sind Sitzgestelle für Dreipunkt-Sicherheitsgurte. Sitz. Wird lackiert, wird ihr nicht anfassen? Nee, auf keinen Fall. Würde ich nicht tun. Hier oben kommt die Gurtpeitsche hin. Hier sitze ich. Hier kommt der Beckengurt drüber und hier oben die Gurtpeitsche. Da kommt die Gurtpeitsche hin. So. TÜV-Gutachten zugeprüft. Das ist auch wichtig. Das heißt, das ist ganz wichtig. Das ist natürlich ein Sicherheitselement. Dein Tipp, ich meine, wir haben eben noch entsprechend gewitzelt, man darf nicht mehr im Alkoven schlafen. Ist das mal erlaubt gewesen? Das hat früher keinen interessiert. Ja. Aber wenn es dann mal zum Unfall kommt, ist doch auf jeden Fall besser. Die sind an den Stellen angeschnallt. Macht ja Sinn. Also ganz klar. Wir bauen auch unser Sitzgestell in die Kabine rein. Dafür haben wir eben die Zulassung und die zerstörende Prüfung.
Und das halten wir für die wesentlich sinnvollere Sache als die Standardvariante, wo die Gurte am Chassis vom Auto befestigt sein müssen. Das heißt, ich halte mich mit meinem Körper im Prinzip im Crashfall die Wohnkabine fest. Bei uns ist der Sitz und die Person mit der Wohnkabine zusammen. Alles klar. So, komm, wir gehen mal raus, machen eine Abmoderation. Ja. Heute haben wir viel gesehen. Auch wenn wir jetzt irgendwas vielleicht eventuell vergessen haben, seht es uns nach, ja. Denn ich komme bestimmt nochmal wieder. Denn wenn ich die Betriebe kenne, dann macht es ziemlich Spaß, auch mal vielleicht eine Neuheit mal zu sehen, die ihr dann demnächst mal habt. Gerne, ja. Es gibt ja neue Autos demnächst, hast du mir erzählt. Ihr seid schwer am Planen. Das Planungsbüro, das werden wir morgen besuchen. Heute schafft man das nimmer. Aber wir wollen im LKW-Bereich dieses Jahr noch zwei Fahrzeuge bringen. Wir haben einen fast fertigen neuen Grundriss. Da müssen wir jetzt noch für E-Bikes hinten die Garage fertig machen, dass man zwei E-Bikes schön mit dem Lift reinsteigen kann ins Heck. Der ist fast fertig. Da können wir vielleicht schon mal reinspicken. Genau, es wird ja nicht langweilig. Nein, ganz bestimmt nicht. Eben orange, was ist das für eine Farbe? Wie heißt sie? Orange. Okay. Signalorange, ich weiß es nicht. Das ist genial in Bayern. Ihr seid alle so einfach. Das hätte jetzt so, bei BMW hätte das denn eine Farbe Feuerrot, Island, Orange, Metallic, Grün. Hat es ja bestimmt auch. Ich weiß es bloß nicht auswendig, weil also für mich es ist orange. So viele Farben. Es ist einfach orange. Und man setzt halt einfach mal irgendwo, entweder macht man Fahrzeug dezent oder man macht es so richtig schön auffällig. Provokant, dass man drüber redet. So, der Stefan, Nachname? Christner. Christner von Bimobil, einer der beiden, ihr habt wie viele Geschäftsführer? Zwei, meine Frau und mich. Genau, die haben wir auch am Anfang gefilmt bei der Einleitung, erster Rundgang. Könnt ihr euch anschauen, heute am 1. März 2021. Tschüss!